Es wäre schön, wenn wir hier eine Bandbreite an Meinungen von euch allen zustande kriegen und dementsprechend werde ich halt als Moderator vielleicht auch mal eingreifen müssen. Also nehmt das einfach nicht persönlich. Wir wollen hier nur auch entsprechend des Zeitraums, den wir haben, dann auch Ergebnisse produzieren bei dieser Konferenz. Genau, und ohne Umschweife darf ich dann eigentlich direkt abgeben an dich und wir freuen uns auf deinen Input. Ja, vielen Dank. Ja, also das Thema Führerschein, Lasse hat es eben gerade schon kurz angesprochen, mag vielleicht für einige jetzt nicht so ganz oben auf der Agenda stehen und vor allen Dingen ist auch nicht unbedingt zwangsläufig ein direkter Zusammenhang gegeben mit der Legalisierung, weil das ja eigentlich andere Gesetze betrifft, die dort geändert werden müssen. Wie wir aber ja gestern schon gehört haben von den verantwortlichen Politikerinnen der Ampelkoalition, soll wohl zumindest die Regelung im Straßenverkehrsrecht ungefähr gleichzeitig mit der Legalisierung angepasst werden. Während wir ja gehört haben, ist es anscheinend schwierig, mehrere größere politische Prozesse parallel ablaufen zu lassen, womit ja dann begründet wurde, warum es keine sofortige Entkriminalisierung gibt, ist das anscheinend wohl möglich, dass man das mit in den Prozess integriert. Aber wie gesagt, im Grunde genommen betrifft das eigentlich andere Rechtsnormen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist relativ klar, dass es eben das Straßenverkehrsrecht angeht. Und vor allen Dingen, wenn man natürlich Cannabis jetzt wirklich legal macht, dann ist natürlich auch eine vernünftigere Regelung auch leichter durchzusetzen. Während man sich bisher darauf beziehen kann, ja, Cannabis ist ja generell verboten, warum sollte es dann im Straßenverkehr in gewissen geringen Maßen toleriert werden, hat man natürlich eine viel bessere Voraussetzung. Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es eines der wichtigsten Themen. Das fing im Grunde genommen an nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 1994, was ja schon eine ganze Weile her ist, nur die Älteren werden sich daran erinnern, als man nämlich damals festgestellt hat seitens des obersten Gerichtes, dass nicht immer unbedingt zwangsläufig Besitz von geringen Mengen Cannabis bestraft werden sollte. Seitdem haben wir auch diese unterschiedlichen Regelungen zu Toleranzmengen in unterschiedlichen Bundesländern. In den Jahren danach hat sich, so wie ich das mitbekommen habe, das dann so entwickelt, damals noch unter der Kohl-Regierung, dass dieses Führerscheinrecht Stück für Stück als Ersatzbestrafung ausgebaut wurde. Also man kann dann gerade so um das Jahr 2000 feststellen, dass die Anzahl der Fälle von Cannabis und auch anderen Drogen im Straßenverkehr ziemlich zugenommen hat. Hat auch was damit zu tun, dass die Nachweismethoden in der Zeit sich weiterentwickelt hatten, beziehungsweise entsprechende Schnelltests eingeführt wurden. Aber das wurde wirklich massiv ausgebaut. Da gingen die Zahlen wirklich ziemlich deutlich nach oben. Und wie gesagt, viele Leute sind der Meinung, dass das im Grunde genommen dadurch, dass eben viele Delikte nicht mehr direkt bestraft wurden, dann quasi diese Ersatzbestrafung über den Führerschein gewählt wurde. Letztes Jahr gab es noch eine Anhörung im Bundestag zu einem Antrag der Linken, die beantragt hatte, Cannabis und Alkohol mehr oder weniger gleichzustellen, was das Führerscheinrecht angeht. Das wurde, wie so viele Anträge der Opposition, sang- und klanglos abgelehnt. Auch hier haben wir ja gestern gehört durch die Botschaft von Herrn Gürpiner, dass das demnächst wohl wieder angegangen wird seitens der Linken. Aber naja, werden wir jetzt nochmal sehen, inwiefern das auch in den Prozess der Legalisierung mit dabei sein wird. Was wir damals bei dieser Anhörung festgestellt haben, da war ich auch mit dabei online, war, dass also generell Studien zeigen, dass Alkohol im Straßenverkehr generell eigentlich als riskanter einzuschätzen ist als Cannabis, weswegen es eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt ist, dass man bei Cannabis da weniger tolerant ist als bei Alkohol. Was ein zentraler Punkt ist, was generell den Führerschein angeht, meiner Meinung nach, ist die Fahrerlaubnisverordnung, also nicht nur das Straßenverkehrsrecht, nachdem es eben bestimmte Grenzwerte geben soll, sondern auch das wurde ja gestern schon angesprochen, dass
nach geltendem Recht es so ist, dass regelmäßigen Cannabiskonsumierenden sowie jeglichen Personen mit anderweitigem illegalen Drogenkonsum faktisch das Recht abgesprochen wird, einen Führerschein zu besitzen. Und das gilt zum Beispiel auch für Leute, die sagen, dass sie ab und zu mal Cannabis und gleichzeitig Alkohol konsumieren, also Mischkonsum. Das ist eine total antiquierte Vorstellung, dass also Menschen irgendwie charakterlich nicht geeignet sein könnten, wenn sie irgendwie mehr oder weniger regelmäßig Cannabis konsumieren oder auch nur gelegentlich oder auch nur einmalig andere Drogen konsumiert haben. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Rechtsverordnung, auch das wurde ja gestern schon angesprochen, wo es dann möglicherweise nötig sein wird, das auch nochmal gesondert anzugehen, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist im Prozess der Legalisierung jetzt erstmal nur das direkte Straßenverkehrsrecht drin, also sprich Strafen für berauschtes Fahren oder für geringe Mengen, die man noch im Blut hat. Ja, was die Fahrerlaubnisverordnung betrifft, ist es zum Beispiel auch so, wenn dann mal eine MPU angeordnet wurde, dann wird auch kein gelegentlicher Konsum mehr toleriert. Also da gibt es auch schon einen Widerspruch in sich, dass man an sich eigentlich nur ab regelmäßigen Konsum das Recht verwirkt, einen Führerschein zu haben. Aber wenn man dann in dem Verfahren drin ist, dann muss man Abstinenznachweise vorlegen. Und meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Experten nach ist diese Regelung eher kontraproduktiv für die Verkehrssicherheit. Also wer sowieso konsumiert, für den macht es keinen großen Unterschied, ob er jetzt noch berauscht fährt, weil die Strafe mit MPU und den ganzen Kosten, die danach kommen, eigentlich viel schwerwiegender sind als die relativ geringe Strafe, die man für das Fahren mit ein paar Nanogramm in Blut bekommt. So, und jetzt noch mal zum Abschluss. Wollte ich noch mal kurz ein paar Zahlen zum Besten geben, nämlich bei der ersten Cannabis-Normalkonferenz, da gab es vorher die Führerscheinkampagne des Deutschen Hanfverbandes und da hat man eine kleine Online-Befragung durchgeführt, wo ich damals eine kleine Auswertung dazu gemacht habe. Damals hatten, also 2017 war das, da haben 392 Leute haben einen Online-Fragebogen ausgefüllt über Fälle, die ihnen so passiert sind. Das ist natürlich jetzt keineswegs repräsentativ, aber schon eine relativ große Stichprobe. Und einfach nur ganz kurz die Ergebnisse oder einige wesentliche Ergebnisse dazu. Es waren überwiegend junge Erwachsene mit regelmäßigem Konsum, die daran teilgenommen hatten, von denen 53% unter 3 Nanogramm pro Milliliter im Blut hatten. Zuzüglich kamen noch 14% dazu zwischen 3 und 5 Nanogramm. Das heißt, eine deutliche Mehrheit war unter diesen Werten, die jetzt der DHV vorschlägt. 92% von denen wurden per Fahrerlaubnisverordnung belangt, das heißt den meisten davon wurde mit einer MPU der Führerschein entzogen. Es betraf also auch die meisten mit ziemlich geringen Werten im Blut. Auch 92% hatten negative Folgen im Alltag erlebt. In absteigender Folge waren das berufliche Probleme, Immobilität, also dass sie im ländlichen Raum zum Beispiel wohnten und nicht mehr gut unterwegs sein konnten. Familiäre Probleme und zum Beispiel 19% haben ihren Arbeitsplatz verloren. Das ist schon auch eine gehörige Menge in so einer Stichprobe. Durchschnittlich fielen 2.000 Euro Kosten an für das Ganze, teilweise auch weitaus mehr. So dass man jetzt im Grunde genommen mal schließen kann, also es ist tatsächlich so, also wie man jetzt schon mal an so einer relativ kleinen Stichprobe sehen kann, es findet eine massive Ersatzbestrafung statt, die auch größtenteils dem Zufall überlassen ist, also wo man sich aufhält, also ob man jetzt eher in einem bayerischen Dorf ist oder hier mitten in Berlin, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal unterschiedlich, wie man aussieht, ob man jung, ob man alt ist, ob man männlich oder weiblich ist, ob man in Anführungsstrichen eher ausländisch aussieht oder nicht. Also das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie hoch das Risiko ist, dann tatsächlich Führerscheinprobleme zu bekommen. Und das soll es an dieser Stelle von meiner Seite gewesen sein. Bitte sehr. Danke. Genau, dann Dankeschön.
Vielen Dank für diesen sehr eindrücklichen Input-Vortrag, der uns, glaube ich, nochmal allen vor Augen geführt hat, dass die Situation auf jeden Fall brenzlig ist und wie wichtig es ist, auch darüber zu sprechen und was für unfaire Diskriminierung daraus entstehen. Ich fand gerade noch mal die Umfrage sehr erleuchtend bezüglich der Ergebnisse, dass Menschen tatsächlich ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir auf jeden Fall anfangen müssen, dran zu arbeiten. Und genau darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und dafür haben wir zwei Leitfragen, würde ich sie jetzt einfach mal nennen, vorbereitet, die ich jetzt einmal noch kurz vorstellen würde. Und anschließend sind wir auch gerne offen für weitere Ergänzungen von eurer Seite. Willst du die anbieten oder soll ich einfach vorlesen? Ist auch in Ordnung. Genau. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Die erste Leitfrage, die genau das aufgreift, was gerade beschrieben worden ist, sollen wir uns dafür einsetzen, dass langfristig kein THC mehr als Definition einer Drogenfahrt herangezogen wird, sondern zum Beispiel andere Tests, wie zum Beispiel ein Reaktionstest, ein Geschwindigkeitstest etc., egal was es da für Entwicklungen gibt, sobald eben eine wissenschaftlich valide Grundlage dafür besteht, solche Tests einzuführen. Das wäre die erste Frage. Also wir diskutieren darüber, welcher Rahmen soll eigentlich geschaffen werden, wie mit Cannabis im Straßenverkehr umgegangen werden soll und was es da für Möglichkeiten gibt. Und die zweite Frage greift dann nochmal was Spezifischeres auf, und zwar greift es was auf, was ähnlich gerade beim Alkohol angewendet wird im Straßenverkehr, nämlich ob es eine versicherungsrelevante Abstufung der Werte geben soll. Das heißt, beim Alkohol ist es ja so, es gibt eine Höchstmenge, die nicht überschritten werden darf an der Promillegrenze. Das heißt, sobald die erreicht ist, ist unabhängig davon, ob es im Straßenverkehr zu einem Unfall zum Beispiel gekommen ist oder ob die Person einfach nur erwischt worden ist, wie sie unter Alkoholeinfluss gefahren ist, macht es keine Unterschied und die Person wird auf jeden Fall belangt strafrechtlich. Aber es gibt zum Beispiel auch Werte, die hängen davon ab, ob zum Beispiel ein Unfall stattgefunden hat oder eben nicht. Das heißt, wir diskutieren dann mal darüber, muss es da überhaupt eine Abstufung geben? Wird das ähnlich wie beim Alkohol gehandhabt oder nicht? Und das wären die zwei Leitfragen. Ich würde jetzt einmal die Möglichkeit geben, aus dem Publikum grundsätzlich zu ergänzen, beziehungsweise schon mal auch sonst auch Rückfragen zum Vortrag zu stellen, wenn es dort was gibt. Und dann würden wir in die Diskussion über diese Leitfragen einsteigen. Noch gar nicht stattgefunden hat in der Diskussion. Also ich hätte jetzt noch eine Ergänzung, die jetzt noch gar nicht stattgefunden hat in der Diskussion, ist wir Cannabis-Patienten. Also ich für meinen Teil habe 2019 den Führerschein vom Jobcenter bezahlt bekommen, aufgrund der Therapieerfolge mit Cannabis. Also sprich, ich war vorher nicht arbeitsfähig und wurde es dadurch, das wurde amtsärztlich auch festgehalten. Dadurch habe ich den Führerschein bezahlt gekriegt, habe den dann am 25.03. bestanden und am 12.04. wurde ich angehalten. Jetzt war es in der Situation so, dass ich noch kein Rezept hatte und mich alle Ärzte nach Holland oder auf den Schwarzmarkt geschickt haben und ich zum Tatzeitpunkt kein Rezept hatte. So, das habe ich am 18.04. gekriegt, also sprich 6 Tage nach angehalten werden. Der Führerschein ist trotzdem weg, weil ich mir die MPU nicht leisten konnte. Ich meine, der Führerschein wurde ja gerade erst vom Jobcenter gezahlt und ich habe einen Kostenübernahmeantrag für die MPU gestellt und die Führerscheinstelle schließt jetzt auf Nichteignung. So, das sind halt so Sachen, ich meine, ich hatte 6,5 Nanogramm pro Milliliter im Blut, aktiv THC. Und da kann niemand sagen, ich wäre berauscht Auto gefahren. Also die Wissenschaft weiß eigentlich, dass ein Rausch irgendwo um 70 bis 100 Nanogramm pro Milliliter aktiv ist. Und da kann man davon reden, dass jemand berauscht ist. Aber bei 6,5, zumal ich eine Toleranzentwicklung habe und eh nicht berauscht bin durch dieses Cannabis. Also für mich ist es praktisch, als würde ich eine Zigarette rauchen. Und mehr passiert für mich nicht, außer dass meine Schmerzen oder auch das Chaos im Kopf einfach weniger wird und dadurch erst Arbeitsfähigkeit gegeben ist. Aber das ist halt was, das findet in der Debatte zu wenig statt. Also ich meine, der Bundestag schreibt auf der Webseite, ein Cannabispatient darf Auto fahren, solange das sicher führen kann. Und ich meine, der Fahrprüfer hat damals zu mir gesagt, ich kann das Fahrzeug sicher führen. Sonst hätte er mir den Führerschein nicht ausgehändigt. Und die Fahrlehrerin sagt zu mir in der Fahrschule, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, ich darf niemandem darüber erzählen, dass ich Cannabispatient bin. Sie bringt mich durch die Prüfung, weil sie sieht, dass ich es kann. Also das sind so schwierig. Danke auf jeden Fall für den Erfahrungsbericht und auch nochmal die Ergänzung im Bereich der Patientinnen und Patienten. Willst du direkt darauf reagieren oder wollen wir das erstmal mit als Frage nochmal hinten anstellen, die wir auch noch diskutieren können?
Naja, ich würde mal sagen, das ist natürlich schon auch ein recht spezieller Fall. Also das ist halt extrem dumm gelaufen, dass das Rezept dann erst ein paar Tage, nachdem du erwischt wurdest, dann da war. Aber mich würde mal interessieren, gibt es vielleicht noch andere, die, also weil das ist ja auch eben tatsächlich dieses Thema, das ja eigentlich mit dem Cannabis als Medizingesetz festgelegt werden sollte, dass zumindest, wenn man das irgendwie zeigen kann, dass man trotzdem ein Fahrzeug führen kann unter dem Einfluss, dass das auch möglich sein sollte, wie da so die Praxis ist. Vielleicht gibt es ja noch andere unmittelbare Erfahrungen dazu. Genau, es scheint einige zu geben. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass trotz Rezept mir der Führerschein weggenommen wurde. Das ist eine komische Geschichte. Also ich versuche dagegen auch noch vorzugehen, auch ohne MBU, mal gucken, ob das irgendwie schaffbar ist, weil das einfach gegen meinen Willen passiert ist, obwohl diese Person, die es gemacht hat, also ich habe nie selber über mich ausgeführt da, hat das ohne, dass ich es wollte, gemacht. Und eigentlich ist das unrechtlich, mal gucken. Ja, aber ich würde generell mal zu den Messwerten gern was sagen. Also ich bin Diplomchemikerin und ich habe mich mit den Stoffen auseinandergesetzt und es gibt halt total ähnliche molekulare Strukturen, dass mit einfachen Messwerten, also mit den einfachen Verfahren, die bezahlbar sind in diesem Fall, eigentlich gar nie genau rausgefunden werden kann, welche Struktur gefunden wurde. Und eigentlich ist das komplett irrsinnig, finde ich. Also normalerweise müsste man eine NMR machen, na, also ist ein sehr teures Verfahren, um ganz genau zu sagen, welche Struktur das Molekül hat und ob es das wirklich ist. Und eigentlich ist alles falsch, was die da als Messwerte messen. Also zum Beispiel können die nicht ganz sicher sagen, dass es dieser Stoff ist. Und noch dazu messen die eigentlich komplett den falschen. Die müssten den OH-Wert messen. Und das ist der Wert, der den Rausch bestimmt. Also sagt, dass man berauscht ist. Und die messen aber, glaube ich, die Säure, also die Carbonsäure. Genau, die messen dieses THC-Säure und eigentlich müsste man den Alkohol, glaube ich, messen, also den mit OH hinten oder das Aldehyd, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich auch nicht im Kopf, aber so, das sind, finde ich, grundsätzlich ein Problem, dass man eigentlich da veräppelt wird von... Okay, das habe ich jetzt einmal noch als Plädoyer auch schon verstanden zu der Frage, dass man auf jeden Fall einen anderen Wert überhaupt messt oder was anderes messen müsste, als es jetzt getan wird aktuell. In Bezug auf die Frage mit dem, also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon so ein bisschen in die Frage eingestiegen, in Bezug eben, welche Definition wir eigentlich wollen für eine Drogenfahrt. Deshalb würde ich jetzt da auch einfach weiter anschließen. Es können gerne noch ein paar Berichte auch erzählt werden zu der ursprünglichen Frage, aber dann können wir ja langsam auch in die Debatte einsteigen zu unserer Leitfrage immer eben, also welche, ob überhaupt ein THC-Wert zur Definition einer Drogenfahrt herangezogen werden soll. Danke, Erich aus Kiel. Ich habe ein Problem mit der Fahrerlaubnis. 2014 wurde mir der Führerschein wegen Cannabis am Steuer abgenommen und 2018 wurde mir erlaubt, wieder Zugang zu bekommen, MPU. Ein Jahr Nachweis, Abstinenz ist nicht gelungen, weil ich mit Hanftee arbeite und den selber ernte. Also waren immer ein paar Nanogramm drin und dann war das eben nicht möglich, eine Abstinenz unter meinen Arbeitsbedingungen zu erwirken. Ich habe dann ein Gutachten als Patient erwirkt. Ich habe seit 2018 ein Rezept und wurde dann also nach Strich und Faden in zwei Instituten in Lübeck und in Hamburg getestet. Alles bestens, also wunderbare Verfassung. Führerschein ist aber nicht möglich, weil ich Cannabis konsumiere. Grundsätzlich ist die Ordnungsbehörde in Kiel und auch in Hamburg gehen davon aus, wer Cannabis konsumiert, kann nicht Auto fahren. Das ist ein Dogma, was ich auch mit Grotenhermann besprechen konnte, auch hier mit dem Herrn Wühler. Aber es gibt keine Chance, die Ordnungsbehörden umzustimmen. Die behaupten, lügen sich das vom Himmel zusammen. Die haben keinerlei Unterlagen und wollen das auch nicht belegen. Ich habe da einige wissenschaftliche Unterlagen, ein Gutachten sogar noch erstellt, dass das also auch von der Bundesärztekammer, ich bin selber Arzt, dass das da kein Problem ist, wenn man eben so die Fahrtüchtigkeit bestimmt für sich selber. Also die anderen Maßnahmen, nicht den Grenzwert, der ist eben unterschiedlich nach Empfindlichkeit. Der ist nicht aussagekräftig, um eine Fahrtüchtigkeit zu erzielen. Aber die Ordnungsbehörde geht eben davon aus, Cannabis ist ein Führerschein
also ist nicht verträglich mit Führerschein gleichzeitig. Vielen Dank. Dann würde ich auf jeden Fall noch mal gerne. Hört man das? Ah. Hi, mein Name ist Matthias Nietiet. Ich habe 2014 bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle 11 Nanogramm pro Milliliter im Blut gehabt. Die haben eine neue Kollegin eingewiesen bei der Polizei. Ich war eigentlich nur auf dem Rückweg von der Arbeit zu einem Freund. 3,5 Jahre durfte ich dann weiterfahren, erstmal ohne Schwierigkeiten. Dann erst bin ich zu einer MPU aufgefordert worden. Danach musste mir der Führerschein sofort zum Schutz der Allgemeinheit entzogen werden, sehr schnell. Weil 3,5 Jahre sind erstmal so eine lockere Zeit, in der das alles erstmal geht, aber dann schnell. Jetzt habe ich 3-mal versucht, eine MPU zu machen. Erwischt wurde ich als Cannabis-Missbraucher. Mittlerweile bin ich auch Patient, natürlich, weil man ja nicht blöd ist einfach. Wenn man als Cannabis-Patient zu einer MPU geht, ist es so, dass, also bei mir, in meinem Fall war es so, ich habe denen erklärt, dass ich sehr gut Auto fahren kann, dass ich einen astreinen Lebenswandel hingelegt habe. Ich habe in der Zeit eine Frau geheiratet, ich habe Kinder bekommen, ich bin umgezogen und ich habe auch meinen Job abgegeben für dieses Vergehen. Ich bin enorm hart bestraft worden, finde ich einfach. Und was mich besonders bedrückt ist, dass ich nichts tun kann. Also die Psychologin bei der MPU-Stelle hat mir gesagt, ich soll aufhören, das zu versuchen, meinen Führerschein wieder zu bekommen. Ich habe das erste Mal meine MPU nicht geschafft, weil ich mich angeblich nicht toll mit meinem Drogenkonsum auseinandergesetzt habe. Jetzt die letzte habe ich deshalb nicht bestanden, weil es Krankheiten gibt in meinem Leben, Bandscheibenvorfälle und ich hatte meinen Herzinfarkt mit 19. Die Psychologin hat diesmal diese beiden Krankheiten als Ausscheidegrund für meinen Führerscheinerwerb angeführt. Das heißt, es ist im Grunde genommen egal. Es kommt nur darauf an, wer vor einem sitzt, die Grenzwerte. Ich bin ganz, ganz sicher, dass zu dem Zeitpunkt, als ich gefahren bin, bei ganz klarem Verstand war. Und ich glaube, dass ich bekifft sogar besser fahren würde als nüchtern. Weil man eher langsamer fährt, weil man eher vorsichtiger fährt. Ich würde es nicht machen, aber es kotzt schon an. Ja, da gibt es ja auch durchaus... Also es gab zumindest mal eine Untersuchung, bei der man mit niedrigen Nanogrammwerten, also zumindest so Probanden, die niedrige Nanogrammwerte im Blut hatten, tatsächlich dann im Schnitt besser gefahren sind, als die, die gar nichts im Blut hatten. Allerdings bei höheren sah es dann schon ein bisschen anders aus. Also, wobei, aber wir haben es ja gestern auch schon gehört, es gibt da wohl extrem unterschiedliche Studien darüber, ab welchen Werten man wie irgendwie beeinflusst sein könnte. Andererseits, wenn man sich alle zusammennimmt, kann man sich schon, glaube ich, auf einigermaßen vernünftige Werte einigen. Und die erste Frage, die wir dann hier zu stellen haben, beschäftigt sich auch genau damit, soll man überhaupt solche Grenzwerte einführen oder beibehalten oder heraufsetzen oder soll man das nicht machen? Was ich jetzt aber auch nochmal zu dem Thema sagen sollte, MPU, das habe ich jetzt auch schon so oft gehört, man kann im Grunde genommen nichts richtig machen bei einer MPU. Also es hängt sehr davon ab, wen man da vor sich hat, aber bei manchen kann man im Grunde genommen eigentlich keine Antworten geben, die einen dann wirklich, also wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe kein Problem mit seinem Konsum, wird einem das als problematisch ausgelegt. Wenn man umgekehrt sagt, ja, ich habe ein Problem mit meinem Konsum, dann ist das natürlich eben auch ein Problem so in etwa. Also da gibt es mit Sicherheit auch noch einige Erfahrungen hier im Publikum, schätze ich mal. Aber du wolltest, glaube ich, noch direkt was dazu sagen, richtig? Also für mich ist es halt wichtig, dass es einen Ablauf gibt, den man bestehen und schaffen kann. Ne? Also ich kenne Leute, die sind alkoholauffällig gewesen mit der MPU. Die sind Alkoholiker, richtig Alkoholiker. Die haben ihren Führerschein trotzdem wieder bekommen, weil die einfach die richtigen Sachen gesagt haben. Es gibt aber, wenn ich in Schleswig-Holstein bei der Führerscheinstelle bin, wissen die schon nicht so genau, wie der Ablauf sein soll. Die MPU-Stelle weiß nicht so genau, wie die Fragestellung zu beantworten wäre. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass es die Willkür des Psychologen, der einem da gegenüber sitzt. Wie Sie es schon sagten, Alter, Geschlecht etc. Schön. Danke. Mein Kommentar dazu geht ein bisschen an der MPU-Vorgehensweise vorbei, mehr an den Testverfahren. Nochmal aus biologischer Sicht, wahrscheinlich werden wir den THC-Grenzwert nicht so schnell abschaffen, aber ich wollte nochmal
daran erinnern, dass die Grenzwertkommission, ich meine im Dezember 2020, dieser Expertenrat in Goslar, empfohlen hat, den Grenzwert auf 3 Nanogramm THC im Serum anzuheben und die damalige konservative Bundesregierung dem einfach nicht gefolgt ist. Und ja, zur Erinnerung, möglicherweise wäre es doch noch vor der Legalisierung möglich, einfach dem Expertenrat wenigstens dahingehend zu folgen. Und was ich noch befürworten würde, wäre, dass man aufhört, in Deutschland im Serum das THC und die Metaboliten zu bestimmen oder auch im Haar dann bei der Abstinenzkontrolle. Denn THC ist fettlöslich, lipophil und es hat eine Plasma-Proteinbindung laut FDA von 97%. Und das ist individuell verschieden. Also das sind größtenteils Eiweiße, für die, die es nicht wissen, die rausgefällt werden während der Blutgerinnung und dann nicht mehr im Serum sind. Und deswegen THC im Serum zu messen, Cannabis im Serum zu messen, ist aus meiner Sicht Unsinn. Und ich fände es auch schön, dass wenn diejenigen, die ihre Abstinenz mit Haarproben versucht haben nachzuweisen und da der Volker Auwärter ein paar Jahre vorher rausgebracht hat, es ist eigentlich doch nicht möglich, zwischen einer Einlagerung von außen zu unterscheiden und dass die vielleicht mal ihr Geld irgendwie zurückbekommen, ihr versemmeltes. Ja, und ja, das Psychologengespräch, das, wo man als Beschuldigter in der Beweislast ist, dass man psychisch taugt, ein Fahrzeug zu führen, das ohne man das Recht hat, es aufzuzeichnen, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Ja. Oder auch im Arbeitsrecht, also im Arbeitsrecht ist es, soweit ich weiß, auch so, dass man ja nicht irgendwie berauscht arbeiten darf. Und da werden die gleichen Testverfahren letztendlich herangezogen oder noch ungenauere mit Urintests und Schnelltests. Da muss man mehr ändern, als in diesen 2 Fragen jetzt abzuhandeln wäre heute. Danke. Schon mitten in die Diskussion eingestiegen, um das einmal schon kurz zusammenzubinden, bevor du reagierst. Wir haben ja sowohl auch Plädoyers dafür gehört, dass man überhaupt keinen Grenzwert mehr dort bemisst. Du hast jetzt nochmal darauf hingewiesen, auch völlig zu Recht, dass aktuell im Blutserum gemessen wird und dass das auch ein problematisches Messverfahren darstellt. Ich denke, dazu würdest du auch gleich nochmal... Ein Satz nur dazu. Also in fast allen anderen Ländern wird das anders gehandhabt und ich weiß auch nicht, warum das hierzulande der Fall ist. Genau, also auch bei der Messmethode gibt es durchaus Unterschiede und spezielle Feinheiten, die wir auf jeden Fall zu beachten haben. Deshalb können wir jetzt einfach auch mal dort weiter diskutieren. Ja, ich wollte was zu der fehlenden Aufzeichnungspflicht sagen. Genau, also der Europäische Automobilclub und der ADAC in Deutschland, die haben 2006 schon bemängelt, dass es keine Aufzeichnungspflicht für die Exploration bei diesen MPU-Psychologen gibt. Und dadurch gibt es keine Rechtsmittel, um erfolgreich zum Beispiel gegen so ein TÜV-Gutachten vorgehen zu können. Und das ist halt echt ein großes Problem, weil die Betroffenen dann quasi den TÜV nicht verklagen können. Es wird dann nur gesagt, man kann sich irgendwie ans Innenministerium wenden, die hätten da die Oberaufsicht drüber. Und da passiert aber nichts. Die schicken einen zurück zum TÜV dann, beschwer dich doch bei der internen Beschwerdestelle so ungefähr und dann war's das. Also das ist echt ein großes Problem so. Da schützt sich halt irgendwer seine Optionen, sage ich mal. Wenn man sich anschaut, wie diese Lage überhaupt entstanden ist. 97 hat man ja damals das Geschäft mit der Überprüfung von so Fahreignungsfehlern hat man ja übertragen, einfach an TÜV und DEKRA. Ich habe dann gefragt, warum wurden das überhaupt an 2 große Konzerne gegeben? Da hat man, genau, da haben nämlich kartellrechtlich Mitbewerber geklagt, die auch gerne dieses Geschäft gemacht hätten. Mit dieser Begutachtung von MPU-Willigen, sage ich mal. Denn man muss ja selbst dahin gehen. Man wird ja nur geschickt quasi. Und da muss man unbedingt mal was machen. Das ist ziemlich komisch gelaufen, will ich mal sagen. Die haben gesagt nämlich, dass das nach einer Bedarfsprüfung lediglich an die 2 größten Marktteilnehmer gegangen ist. Wieder verstaatlichen.
Danke auch dazu. Ich würde aber mal gucken, auch in den nächsten Beiträgen. Ich finde die Berichte zur MPU, und danach haben wir auch gefragt, total spannend und auch richtig. Und wir sehen, da sind große Probleme. Wir wollen natürlich aber auch gucken, wie kommen wir vielleicht zu dem Punkt, dass die MPU gar nicht mehr verlangt wird, sondern dass wir vernünftige Grenzwerte bekommen. Deshalb nochmal der Hinweis auf jeden Fall. Gleich irgendwann werden wir darüber abstimmen, wie wir überhaupt zu einem Grenzwert stehen. Vielleicht gibt es dazu ja auch noch ein paar Debattenbeiträge. Ja, ich habe eine ganz andere Frage, und zwar geht es nämlich um Grenzwerte generell. Thema Waffentragen, egal ob Soldat, Polizisten oder Jäger, haben massive Probleme. Ich habe mit einigen Anwälten gesprochen in dem Thema, weil ich mich fürs Jagdrecht interessiere. Das ist Katastrophe, weil niemand will ja waffentragende Patienten. Ja, und was ist, wenn man aber Patient wird, aber schon in einem Job arbeitet? Da muss vielleicht auch mal grenzwerttechnisch drüber nachgedacht werden. Aber das ist nirgendwo in irgendeiner Debatte. Deswegen setze ich das einfach mal hier bei Grenzwerten und hoffe, dass es passt. Dankeschön. Willst du dazu, was sagen wir, wollen wir es einfach erstmal? Das ist auch ein Thema, an das ich bisher auch noch gar nicht gedacht habe. Insofern interessante Anregung. Kommt auf jeden Fall mit auf die Liste zum Diskutieren. Genau. Hallo, ich bin Adrian. Ich wollte auch nur was sagen zu diesen Grenzwerten, und zwar kann ich verstehen, dass das vielleicht politisch schwierig ist, zu verargumentieren, dass man jetzt keine Grenzwerte mehr braucht. Ich fände es halt gut, wenn wir wirklich bindend sagen würden, erstmal muss ein Reaktions- oder Wahrnehmungstest gemacht werden, bevor überhaupt irgendeine Blutkontrolle, ich kenne mich jetzt mit den Grenzwerten nicht so aus, wie das dann biochemisch oder so aussieht, bevor das dann überhaupt gemacht wird, sollte erstmal ein Nachweis über irgendeinen Mangel da sein und nicht einfach gesagt werden, ja, Sie haben Cannabis mal geraucht vor einem Tag, vor zwei Tagen, weil das baut sich ja auch nicht linear ab, und damit verlieren Sie Ihren Führerschein. Also vielleicht erst einfach mal zwingend verpflichtend in Reaktions-, in Wahrnehmungstest oder sowas machen, bevor man überhaupt zu diesem Bluttest kommt. Und kann auch nur noch zu diesem ganzen MPU-Kram sagen, ich mache das gerade durch, und mein MPU-Berater hat ganz klar gesagt, du gehst nicht als du zur MPU, sondern wir schreiben dir eine Schablone. Es geht nicht darum, dass du irgendwie von dir erzählst, darum geht es nicht, sondern du musst denen irgendeine Geschichte verkaufen, die hören wollen. Und das ist einfach unfassbar problematisch dabei. Also, dass es nicht darum geht, irgendwie seinen Konsum zu hinterfragen oder was man jetzt falsch gemacht hat, sondern man soll wirklich eine Lügengeschichte erzählen. Und das ist Irrsinn einfach. Da würde ich ganz kurz mal direkt nachgefragt, welche Lügengeschichte sollst du erzählen, laut deinem Berater? Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. Meine Schablone wird noch geschrieben, weil das Ganze noch in Verarbeitung ist quasi. Ich habe noch nicht die Zulassungsstelle kam noch nicht auf mich zu, das heißt, ich habe noch keine MPU-Aufforderung. Erst dann lade ich quasi meine Akte dem MPU-Berater hoch. Die stellen mir dann so witzige Fragen, was weiß ich, wie meine soziale Situation ist, meine berufliche Situation. Die beantworte ich denen, und die schicken mir dann eine Schablone mit 30 beantworteten Fragen, und die soll ich dann möglichst glaubhaft dem MPU-Berater vorstellen. Es gibt solche Simulationstrainings da, wo ich das mache, und da hat zum Beispiel einer erzählt, ja, er ist jetzt im Fußballverein und ihm war es immer ganz, ganz wichtig, jetzt da in der Startelf zu stehen, und deshalb hat er das jetzt mit dem Kiffen sein gelassen und solche Sachen, und dass er jetzt eine Freundin gefunden hat, und die erste Reaktion von dem Betreuer dann, weil das mehrere machen, war dann, ja stimmt, das spielst du überhaupt Fußball? Und der so, nee, ich spiele überhaupt keinen Fußball, aber das erzähle ich da dann halt. Also eine Freundin habe ich auch nicht, aber das müssen die halt hören. Also das ist absolut, absolut bescheuert einfach. Und auf deine Geschichte, sobald sie dann steht. Vielleicht auch noch mal ganz kurz eine Anmerkung dazu. Diese ganze MPU-Geschichte und dieser Umstand, dass man auch als nicht berauschter Autofahrer seinen Führerschein verlieren kann, das ist auch relativ einmalig. Also ich hatte mal seinerzeit, als diese Umfrage da gelaufen ist, habe ich mal bei europäischen Kollegen rumgefragt. Manche haben die Frage überhaupt nicht verstanden, ob es sowas gibt in deren Land. Letztlich war es nur in der Schweiz und in Georgien. Da gab es eine Kollegin, einen Kollegen, die gesagt haben, ja, okay, bei uns gibt es was Ähnliches. Ansonsten geht es immer nur um aktive Berauschung. Wo du gerade am Reden bist, okay, machen wir erst darum. Ja, ich wollte einmal sagen, man sollte auch die Probezeit, denke ich, im Blick haben, dass es da nicht weiterhin eine Diskriminierung wie bisher für alle gibt. Also, dass man das politisch nicht schafft, einen gewissen Grenzwert für die Probezeit einzuführen. Das
sollte man doch schaffen, denke ich. Wir hatten hier vorhin, um das noch einmal zurückzunehmen, war gerade ein Plädoyer dafür, dass man andere Tests verwendet. Jetzt ist die Frage, du bist der Experte auch gerade beim, vielleicht kannst du da noch mal eine kurze Einschätzung zu geben, wie ist denn gerade der wissenschaftliche Stand bei anderen Tests, wie zum Beispiel irgendwelche Reaktionstests etc.? Gibt es da schon valide Ergebnisse für, dass man sagen kann, die kann man als Alternative überhaupt nutzen? Ja, da bin ich vielleicht der falsche Experte dafür. Da müsste man vielleicht eher so Pharmakologen, Toxikologen und so weiter fragen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das Plädoyer ja auch eher so dahin, dass man erstmal quasi sowas wie so einen ganz oberflächlichen Reaktionstest machen würde. Keine Ahnung, ob es da irgendwie was gibt in der Richtung. Aber ich glaube, Maria kann Ja, sowas gibt's. Tatsächlich ist es auch in den USA beispielsweise so, dass eben Koordination, Reaktions- und Wahrnehmungstests letztendlich juristisch aussagekräftig sind und am Ende nicht dieser Blutwert, weil man eben weiß, dass aufgrund dieses Abbauverhaltens das letztendlich unwissenschaftlich ist, wenn man sich darauf beruft, dass es einfach vollkommen davon abhängt, wie groß die Konsumkompetenz der Person ist im Endeffekt und ja, ob es Patienten sind, ob es Gewohnheitskiffer sind oder was auch immer. Und hier bei uns ist das auch schon tatsächlich mehrfach festgestellt worden, auch beim Verkehrsgerichtstag ist sowas schon besprochen worden, bei der Droid-Studie vom BAST liegen auch Daten vor, die alle sagen, ja eigentlich ist dieser THC-Grenzwert schwierig und eigentlich müsste man andere Testverfahren hier einführen. Da gibt es beispielsweise von der TU Dortmund, die haben da so ein Testverfahren-Katalog erarbeitet auch. Das wird von der Polizei in Bremen momentan ausgetestet, die halt sagen, ja, damit können wir viel, viel genauer tatsächlich direkt eine Rauschfahrt feststellen, als dann hinterher durch diese Blutwerte. Aber unser deutsches Justizsystem ist äußerst problematisch und deswegen ist eben natürlich, ich rechne damit, dass wir erstmal bei einem THC-Wert bleiben. Der aktuell wissenschaftliche Wert liegt hier bei etwa 3,6 Nanogramm, aber eigentlich, und das ist ja hier auch die Frage, die wir diskutieren, eigentlich ist die Frage, ob wir vom Deutschen Harmverband und auch andere sich jetzt politisch auch dafür einsetzen werden. Wir werden nämlich auch beim Verkehrsgerichtstag dieses Jahr im August dabei sein bei den Diskussionen, dass wir uns jetzt vermehrt dafür einsetzen, dass erstmal ein halbwegs vernünftiger THC-Wert kommt oder grundsätzlich generell dafür einsetzen, dass wir komplett neue Testverfahren hier einführen. Ja, das danke dir. Vielleicht direkt dazu. Ich habe gesehen, da gingen jetzt einige Hände hoch, auch gerade da in der Ecke. Ja. Ja, ich wollte die Gelegenheit nutzen, an die Experten zu dem Thema die Frage zu stellen, ob bei dem Bereich Grenzwert, ob der dann am Ende sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, ist es aktuell möglich, wenn wir in einer Situation sind, wo der Konsum legalisiert wurde, für den Otto-Normalverbraucher oder dem Otto-Normalverbraucher zu vermitteln, nach welchen Konsummengen er sich in etwa wieder dann im legalen Rahmen bewegt, nach welcher Zeit, also unter entsprechenden Grenzwerten, oder ob das nach gegenwärtigem Stand der Forschung so auch Pi mal Daumen nicht möglich ist, so eine Aussage zu treffen. Weil für mich war im Vorfeld bei der Recherche jetzt zum Beispiel zu Kanada nicht möglich, staatliche Informationen zu finden, die mir als kanadischen Bürger sagen, wenn du wie es dir erlaubt ist, Cannabis konsumierst, bist du in der Regel nach so und so vielen Stunden unter dem geltenden Grenzwert und kannst sicher ein Auto führen oder beziehungsweise straflos ein Auto führen. Danke. Maria, direkt dazu. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt hier zu sehen ist aus der Ecke. Vom Deutschen Harmverband haben wir ja eine sehr, sehr umfassende Kampagne schon gestartet. Klarer Kopf, klare Regeln heißt das, wo es genau darum geht. Und wir sehen hier an dieser Grafik, sieht man eben schon, dass das da einfach sehr differenziert betrachtet werden muss, je nachdem, ob es sich hier um regelmäßigen Konsum handelt oder eben nur gelegentlichen Konsum. Genau, mittlere Maximalkonzentration bei Gelegenheitskonsumenten und der 1-Nanogramm-Wert, der ist da ganz, ganz, ganz unten
Und den hat man, also ja, also ihr seht, es fällt erstmal sehr schnell ab, die Konzentration, und es bleibt dann aber über gewisse Zeit, gerade bei regelmäßigen Konsumenten, ein gewisser Wert im Blut trotzdem drin, und Leute, die regelmäßig konsumieren, die fallen quasi nie unter diesen Wert von ein Nanogramm, ja, also die fallen immer, für die ist das quasi ein Normalzustand, und die sind dann selbstverständlich auch nicht berauscht, ja, und das bei Leuten, die eben nur gelegentlich konsumieren, haben wir das hier so ungefähr nach 8 Stunden dann diesen Runterfall des THC-Wertes. Genau, also klarer Kopf, klare Regeln, da kann man sich das gerne auch nochmal genauer angucken. Hat das beantwortet? Hat das die Frage beantwortet? Ja, aber gibt es dazu eine Dosisbeziehung? Eine Dosisbeziehung? Ja, also das kommt drauf an, ob du Konzentrate konsumierst, ob du kann man eben so jetzt nicht pauschalisieren an der Stelle, sondern es kommt darauf an, wie ist deine Konstitution, wie groß, wie schwer bist du, wie viel Cannabis bist du gewohnt pro Tag, ne? Also das so lässt sich eben nicht so pauschal an der Stelle sagen. Also so eine Handreichung, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, der Durchschnittsbürger, sagen wir mal Mann, 80 Kilo, trinkt 2 Bier, ist noch unter 0,5. Ja, das, genau, bei Alkohol lässt sich das eben machen, bei THC lässt sich das nicht so machen, weil das sich nicht, weil es nicht wasserlöslich ist, also weil es halt anders abgebaut wird. Genau, was wiederum, sorry. Hm. Genau. Also die Untersuchung wurde ja auch gerade hier nochmal dargestellt, und das zeigt ja auch wieder, und das führt uns ja auch eigentlich wieder zur Frage zurück, ergibt dann ein Grenzwert überhaupt Sinn tatsächlich, wenn wir das feststellen, dass es eigentlich sehr unterschiedlich ist und Personen ganz unterschiedlich darauf reagieren. Ich habe jetzt gesehen, du meldest dich, glaube ich, schon ganz lange da hinten dazu, deshalb. Danke. Genau, ich fand jetzt diese Grafik nochmal sehr spannend, und die ja zeigt, wie schwierig das ist, einen einheitlichen Grenzwert zu definieren, der sozusagen für alle gleich gilt, weil eben dieser Abbau so unterschiedlich ist, je nachdem, wie viel Konsumerfahrung man sozusagen hat. Und hinzu kommt ja auch, das hat der Herr Werse, glaube ich, auch vorhin angesprochen, dass unterschiedliche Studien sehr unterschiedliche Aussagen darüber haben, ab welcher Nanogrammkonzentration tatsächlich eine Beeinträchtigung des Konzentrationsvermögens, des Fahrverhaltens und so weiter da ist. Ich wollte nur noch mal, um vielleicht die Debatte einfach so ein bisschen anzuregen, darauf zurück, dass die Kampagne des Handverbandes zu Führerscheinen, die auch vorhin schon angesprochen wurde, ja da bestimmte Forderungen gestellt hat, die auch in dem Antrag der Linken, der angesprochen wurde, auch praktisch umgesetzt wurde, der nämlich, wenn ich das richtig verstehe, grob runtergebrochen vorsieht, es gibt sozusagen die jetzige 1-Nanogramm-Grenze wird auf 3 Nanogramm hochgesetzt. Dann gibt es einen Spielraum zwischen 3 und 10 Nanogramm, innerhalb dessen sozusagen nur man fahruntüchtig genannt werden darf, wenn bestimmte Auffälligkeiten da sind im Fahrverhalten und so weiter. Und ab 10 Nanogramm ist dann sozusagen so wie beim Alkohol bei 0,5 Promille. Und ich finde das eigentlich, genau, schien mir immer eine sehr sinnvolle Forderung. Und gerade wenn man jetzt darüber spricht, dass man in diesem Spielraum von 3 bis 10 Nanogramm dann vielleicht bestimmte Tests, die das Konzentrationsvermögen valide irgendwie abfragen können, wenn man die dann irgendwie noch in die Polizeipraxis sozusagen einführt. Genau, wollte ich einfach nur nochmal so reinbringen, weil es ja sozusagen einen Stand der Debatte gibt, der hier vielleicht hilfreich ist, und ob das noch gültig ist sozusagen. Das hast du ja jetzt nochmal sehr gut ausgeführt. Ich sehe, Maria bewegt sich, und du hast auch das Mikrofon gegriffen. Ja. Wollt ihr dazu was sagen? Ich wollte auch noch mal 1-2 Sätze noch mal dazu sagen. Ich finde diese Grafik, die, wenn du sie noch mal kurz noch mal beibehalten könntest, diese Grafik sagt das eigentlich schon ziemlich, also gerade dieser Wert von 3 Nanogramm ist eigentlich etwas, was, du hast ja vorhin, glaube ich, was von 3,6 oder sowas erwähnt. Das sind so die Werte, die so quasi die niedrigsten sind, die in Studien rauskommen, wo quasi dann noch eine Berauschung sichtbar wäre. Und diese Grafik, finde ich,
verdeutlicht ganz gut, dass 3 Nanogramm auch wirklich ziemlich sinnvoll wären, um so eine Faustregel einzuführen, dass man sagt, okay, wenn man gekifft hat, egal ob man jetzt Dauerkonsument ist oder Gelegenheitskonsument, dann sollte man ungefähr 8 Stunden warten, bis man wieder Auto fährt. Sprich, wenn man abends gekifft hat, morgens wieder zu fahren, müsste eigentlich in der Regel in Ordnung sein, so in etwa. Und selbst wenn man jetzt so eine relativ niedrige Grenze wie 3 Nanogramm einführen würde, hätte man da meiner Meinung nach noch eine ziemlich verlässliche Faustregel, die eigentlich bei Alkohol auch gelten würde, weil dass man als große und schwere Person noch 2 große Bier trinken kann, weiß ich nicht, ob das wirklich so zur Verkehrssicherheit beiträgt, weil wie gesagt, letztlich ergeben Studien, dass man bei einer geringen Alkoholberauschung eher riskanter fährt als bei einer geringen Cannabisberauschung. Womit wir wieder bei dem Fußballspieler wären. Aber ich fand, das war jetzt nochmal ein guter Überblick zu den verschiedenen Debattenpunkten. Ich würde langsam tatsächlich zur Abstimmung schreiten, wenn das in Ordnung ist, weil wir haben noch eine andere Debatte vor uns. Und ganz kurz? Okay, versprochen, letzter Redebeitrag. Und dann machen wir die Abstimmung. Laut. Okay. ich reihe mich jetzt mal in die Reihe der Betroffenen ein. Bei mir war es den Abend vorher relativ lange gefeiert. Am nächsten Morgen habe ich mich aus Vernunft entschieden, mit dem E-Roller zum Bahnhof zu fahren. Dabei wurde ich dann angehalten. Darf jetzt das volle Programm machen mit MPU und so weiter. Ich habe jetzt die paradoxe Situation, dass ich den E-Roller weiterfahren darf, das Auto aber nicht. Und was für mich einfach irgendwo noch mal wichtig wäre, erstens, bei mir waren es 14 Nanogramm, die ich noch im Blut hatte. Der Arzt hat Reaktionstests gemacht, hier mit geschlossenen Augen zur Nase und auf der Linie laufen, war alles top. Ja, also ich war nicht berauscht, nachweislich. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn jetzt eine Abstinenz nachgewiesen sein muss, da haben sie mir ein Jahr aufgedrückt letztendlich, was ich machen soll, bevor ich da hingehen kann, da wäre es doch schön, wenn man in der Zeit, wenn man das nachweist, den Führerschein schon wieder hätte. Ja, also einfach als Vorschlag. Da machen willst. Ich finde, die Berichte sowohl über die MPU haben uns gezeigt, wie willkürlich aktuell das Verfahren eigentlich ist, wie sehr es darauf ankommt, dass man den richtigen Personen eigentlich gegenüber sitzt und wie absurd es ist, in was für Schablonen man sich stecken lassen muss. Deshalb passt das ja ausgezeichnet zu der Frage, was setzen wir für einen Grenzwert, setzen wir überhaupt ein? Wir haben da jetzt verschiedene Meinungen zugehört, sowohl auch die Lösung des Hanfverbandes, wie man bisher damit umgegangen ist, als auch Plädoyers dafür, dass der Grenzwert an sich eigentlich jetzt sofort fallen müsste. Bedenken wurden auch angeregt wegen politischer Realitäten. Politik arbeitet ja gerne mit irgendwelchen Werten, die sie irgendwo festlegen können. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Deshalb lasst uns doch gerne jetzt einfach mal über die Frage abstimmen, die wir die ganze Zeit diskutiert haben. Über das Abstimmungstool Slido. Ich glaube, kennen das alle oder soll ich es nochmal erklären? Es holen alle schon ihr Handy raus, deshalb sieht das so gut aus. Ja, super. Genau, da ist der Slido-Code und der Passcode, wie ihr zur Abstimmung gelangt. Und dort könnt ihr dann einmal über die Frage mit den Antwortmöglichkeiten abstimmen. Und ich würde sagen, wir geben uns dafür jetzt einfach mal 2 Minuten. Alle haben die Frage im Kopf? Soll ich sonst lesen oder soll ich nochmal vorlesen? Haben alle. Okay, sollen wir uns dafür einsetzen, dass langfristig kein THC-Wert zur Definition einer Drogenfahrt herangezogen wird, sondern andere Tests, wie zum Beispiel Reaktions- oder Gleichgewichtstests, sobald diese wissenschaftlich valide vorgelegt werden? Die Abstimmung ist geschlossen. Die Endergebnisse werden wir uns ja nochmal angucken, zu gegebenem Zeitpunkt. Genau, das ist das Abstimmungsergebnis. Wir haben 78% Ja, 17% Nein, 4% Unentschieden. Wir kommen auf die Ergebnisse auch noch mal kurz zurück, nur damit ihr die schon mal im Kopf habt zum Ende. Wir hätten jetzt aber auch noch eine zweite Leitfrage, die wir diskutieren können. Nachdem ihr euch jetzt quasi dafür mehrheitlich entschieden habt, dass es kein THC-Wert mehr zur Definition herangezogen werden soll, stellt sich trotzdem die Frage, braucht es eine Abstufung für versicherungsrelevante Werte? Ich hatte das vorhin schon mal kurz ausgeführt. Für allen, denen das nicht klar ist, damit ist sowas gemeint wie beim Alkohol, wie die Regeln dort sind. Also dass im Endeffekt Werte geschaffen werden, die Unterscheidungen machen
wie zum Beispiel bei einem, wenn es wirklich zu einem Unfall während einer Rauschfahrt gekommen ist, dass es eine wirklich Höchstmenge geht, bei der so oder so es strafrechtlich relevantes Verhalten ist oder nicht. Das heißt, ob es einfach eine Abstufung gibt bei verschiedenen Möglichkeiten, die eintreten können, weil wie wir hier von verschiedenen Beispielen gehört haben, wurden vor allem ja viele einfach nur angehalten, während sie ganz normal gefahren sind, egal ob jetzt auf dem E-Roller oder im Auto. Und trotzdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es zu anderen versicherungsrelevanten Situationen kommt. Und darüber würden wir jetzt einmal auch nochmal diskutieren wollen für eine kurze Zeit. Deshalb nehmen wir gerne wieder Meldungen entgegen, wenn es da direkt schon Gedanken zu gibt. Ja, ich sehe ein paar Meldungen. Wollen wir einmal Mikrofone verteilen? Alles gut, kein Stress. Ja, also ich hatte den Vorschlag, dass man allgemein mal eine Studie macht, wie man das Fahrzeug führt unter Cannabiskonsum. Und also zurzeit ist es ja eigentlich, die grundsätzliche Gefahr sollte man darüber dann abschätzen und die Schuld, die dann auch für den Konsumenten daraus sich schließt. Und zurzeit ist es ja so, dass es eigentlich einen Generalverdacht gibt auf Konsumenten und das kann irgendwie nie sein, ja. Ja, da hinten. Generell vielleicht einfach der interessante Hinweis, dass die Polizeistatistik bei Unfällen wohl nicht unterscheidet, unter welcher berauschenden Substanz die FahrerInnen am Straßenverkehr teilgenommen haben. Vielleicht wäre das auch eine Forderung, die man noch aufnehmen könnte, dass man tatsächlich auch sieht, wie viele Unfälle passieren unter Alkohol und Cannabis, auch um die öffentliche Debatte da zu beeinflussen. Ja, vielen Dank. Finde ich, ist ein sehr guter Vorschlag. Von mir eine Idee nochmal zu Thema Versicherungsrelevantes. Es gibt ja seit einigen Jahren die Möglichkeit technologisch der Telematik-Tarife für Kfz-Versicherungen. Und ich denke, dass wir dadurch eine bessere Sicherheit im Straßenverkehr sowieso erzielen können und eine bessere Überwachung des Fahrverhaltens von Einzelnen. Das bedeutet, dass man möglicherweise auch aus diesen Daten Erkenntnisse ziehen könnte zur Sicherheit von Patienten am Steuer zum Beispiel oder Restwerten bei Fahrern. Vielen Dank. Dankeschön. Haben wir da hinten irgendwas übersehen? Nee, aber du meldest dich noch. So. Ja, hi. Also ich finde eigentlich die Problematik erstmal, ist es überhaupt möglich, dann einen Mindestgrenzwert festzulegen, wenn es halt so große Unterschiede gibt von Konsument zu Konsument, wie es denn dann auch im Körper abgebaut wird und wie denn dann halt noch die Werte sind, wenn man dann nach einer gewissen Zeit wieder am Steuer sitzt. Bei jedem ist ja, denke ich, dann ein anderer Wert da, der zur Folge hat, dass man irgendwie berauscht ist. Und das ist, denke ich, ja die große Problematik, wo man dann vielleicht auch nochmal mit Cannabis-Patienten eine Extra-Vereinbarung treffen müsste, wo man dann schaut, inwieweit sind die fahrtüchtig. Vielleicht gäbe es ja auch eine Möglichkeit, irgendwie festzustellen, das weiß ich nicht, bei welchem Wert eine Einzelperson dann wirklich berauscht ist. Ne, für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt gelegentlich raucht, muss ich sagen, fände ich es schon auch relevant, dann auch einen Grenzwert vielleicht auch für die Versicherung in irgendeiner Weise zu haben, wenn man es halt im Verhältnis zu Alkohol sieht. Wobei man da ja auch sagen muss, dass auch bei Alkohol nicht jeder bei demselben Promillewert gleichmäßig berauscht ist. Ja, Punkt. Ja, da ist es ja sogar absurderweise so, dass jemand, der zum Beispiel starker Alkoholiker ist, bei einem Wert von 0,5 überhaupt nichts merkt, so in etwa. Und jemand, der es überhaupt nicht gewöhnt ist, vielleicht schon bei 0,3 Promille eigentlich nicht mehr wirklich sicher fahrfähig wäre. Ich denke, dass wir praktisch auf jeden Fall einen Grenzwert brauchen werden, einfach aus dem Grund zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Unfall baut, dann kannst du mit dem jetzt nicht unbedingt, wenn der unter Schock steht, potenziell noch einen Reaktionstest machen. Von dem her werden wir, glaube ich, schon noch einen Grenzwert für den Bereich haben werden weiterhin. Ich wollte nur vorher nochmal, also im Prinzip würde ich, was vorher schon gesagt wurde, die DHV-Position von
damals dafür nochmal vorschlagen. Das waren, glaube ich, 3 oder 5 Nanogramm, allerdings eben im Vollblut, was ja einen Unterschied macht. Genau, das wäre, und dann eben 10 für gegebenenfalls oder eben Reaktionstest für die andere Schwelle. Das war ja damals der Vorschlag. Ja, soweit. Ja, danke für deinen Vorschlag. Wir stellen also fest bisher, auch wenn wir mehrheitlich gegen THC-Grenzwert sind, für versicherungsrelevante Aspekte haben wir durchaus, brauchen wir vielleicht definitiv doch nochmal Werte, die festgelegt werden. Aber da hinten ging jetzt direkt die Hand hoch, die möchte mir widersprechen. Nicht widersprechen. Entschuldigung, ja. Hallo Friedrich. Widersprechen nicht. Ich wollte mich dem auch anschließen. Also vorhin hat der Kollege gesagt, es soll angeglichen werden mit Alkohol, was natürlich für uns alle erstmal grundsätzlich eine gute Entwicklung ist, weil es ja noch repressiver gehandhabt wird. Aber ich denke, es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, weil es bei jeder Substanz einfach eine völlig andere Art der Wirkungsweise und dem Abbau im Organismus ist, wie schon auch erklärt wurde. Deswegen muss es einfach bei jeder Substanz anders betrachtet werden, was es natürlich für ein Führerscheinrecht extrem schwierig macht. Mein Ansatz wäre deswegen auch auf jeden Fall, um das Ganze zu vereinheitlichen, einen einheitlichen Test zur Fahrtauglichkeit einzuführen. Also einen, der wirklich genau darauf abzielt, weil um nichts anderes geht es im Führerscheinrecht. Ist derjenige fahrtauglich oder ist er es nicht? Und da denke ich, gibt es einfach deutlich bessere Tests, die auch komplexer sind, als irgendwie den Finger an die Nase führen, womit man einfach mit verschiedenen Arten von Tests, die verschiedene Fähigkeiten abfragen, feststellen kann, ob derjenige fahrtüchtig ist, völlig unabhängig davon, welche Substanz er sich vielleicht zugeführt hat. Das fände ich einen sinnvollen Ansatz, und dann braucht man eben so einen Grenzwert nicht. Der macht bei Alkohol, denke ich, auch viel mehr Sinn, als er bei Cannabis macht, und da kommt dann eben wieder das Individuelle ins Spiel. Genau, trotzdem stellt sich ja dann die Frage bei, also berechtigter Einwand auf jeden Fall und auch nochmal ein Vorschlag mit einem einheitlichen Testungssystem, der hier jetzt nochmal angebracht worden ist, stellt sich natürlich trotzdem die Frage, was tun wir denn, wenn es dann zu versicherungsrelevanten Fällen kommt, wo es ja dann auch darum geht, gegebenenfalls zum Beispiel Schadensansprüche zu erheben, eben Versicherungen sich damit beschäftigen müssen und es ja für uns alle, glaube ich, in unser aller Sinne es natürlich nicht ist, dass einfach gesagt wird, okay, du bist berauscht gefahren, weil wir haben da im Blutserum ein mini bisschen was festgestellt und deshalb hast du überhaupt gar keine Versicherungsansprüche mehr. Deshalb wäre natürlich die Frage, ob wir da dann doch nochmal Abstufung benötigen würden. Gibt es dazu noch? Ja, da hinten. Ja, hallo, Jürgen Haas. Also es gibt nicht die richtige Meinung dazu von mir, aber ich wollte noch mal deutlich machen, wir reden jetzt gerade aktuell immer über den Straßenverkehr. Und es kam vorhin in einer kleinen Debatte oder einen kleinen Beitrag dabei, wenn wir über Versicherungen reden, dann kann es ja auch Berufsgenossenschaft oder so geben, Arbeitsunfälle und so, wenn man nicht berauscht, ich sage jetzt mal Baggerführer oder Monteur an der Maschine bei irgendwelchen Produktionswerkstätten, wenn die sich verletzen, die verlieren ja auch eventuell ihren Versicherungsschutz dann. Also das Thema ist, glaube ich, viel größer, als was wir hier heute diskutieren. Willst du was sagen? Berechtigter Einwand, auf jeden Fall, klar, weil im Grunde genommen gilt das ja, das was für Führerschein gilt, auch natürlich für solche Fälle, gerade wenn irgendwie gefährliche Maschinen bewegt werden müssen und so. Insofern, ja, auf jeden Fall eine berechtigte Frage und auch nochmal zu diesem Thema, soll es generell Grenzwerte geben? Also meine Meinung jetzt? Wir wollen ja noch darüber abstimmen, über die Versicherung, Versicherungsfragen, aber ja, okay, deswegen. Aber wir sind in der Diskussion. Lass ich es nochmal offen, genau. Okay, wir schieben es auf, auch völlig in Ordnung. Ich nochmal sagen, Abbau, da gibt es eine Halbwertszeit und die ist halt zwischen 19 und 36 Stunden. Da sieht man halt schon in der Spannweite. Ich glaube, bei Alkohol ist die zwischen 1 und 2 Stunden und darauf kommt es am Ende pro Stoff auch mit drauf an. Und was ich halt auch noch sehe, ich kenne in der Psychiatrie,
Da gibt es halt überhaupt keine Einwände, wenn natürlich auch Pharmaka vergeben werden. Da steht in jedem Beipackzettel oft drin, dass Maschinen null zu führen sind da in, unter diesen Medikamenten. Und dabei hält man durchweg den Führerschein, auch bei, wenn man gerade das angesetzt wird, also bevor die Behandlung in einem gleichmäßigen Maße eingesetzt wird. Ich denke, bei THC sollte man dann auch unterscheiden, wenn man da in den täglichen Konsum, wo man dann mit dem, also sich einstellt darauf oder kein Rauschen mehr empfinden hat, unterscheiden, auch wenn man da eben halt beginnt mit diesem Konsum. Aber keine Ahnung, ob es da, wer das dafür gibt, die da Aussagen zu geben, wie man konsumiert. Oder man dann einfach auf die Verschreibung achtet und sagt, wenn das verschrieben ist und man das regelmäßig bekommt, dann geht man davon aus, dass man es auch regelmäßig konsumiert. So ist es ja bei Psychopharmaka am Ende auch, dass man dann sagen könnte, der ist jetzt eingestellt und halt ist es besser, den Führerschein mit den Medikamenten zu führen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo sie ordentlich wirken und ohne Wackler, sage ich mal, wie wenn man das beginnt. Ne? Ja. Genau, ich sehe gerade keine weiteren Meldungen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz dazu, also gerade bei Psychopharmaka, gerade wenn es um so Sachen wie Benzodiazepine geht, das ist ja relativ offensichtlich, dass da die Fahrtüchtigkeit auch massiv beeinflusst werden kann. Und ich glaube nicht, dass man sich da jetzt so viel mehr Gedanken darüber macht, ob jemand, der auf ein bestimmtes Benzo eingestellt ist, seinen Führerschein behalten kann, wie man sich jetzt gerade Gedanken für Cannabispatienten macht. Aber ich sehe hier Widerspruch. Die Moderation steigt wieder ein. Ja, naja, tatsächlich ist das auch nicht ganz so einfach an der Stelle. Ne? Also auch diese ganzen Medikamente letztendlich, wenn die Führerscheinstelle davon Wind bekommt, kann das gegebenenfalls auch dann zu einer Überprüfung erfolgen. Oder beziehungsweise dann kann es eben auch bei mir, also das wird in der Praxis in der Regel nicht gemacht, ne? Weil es ist ja keiner so doof und geht zur Führerscheinstelle und sagt, hallo, ich nehme ganz verschriebene Schlafmittel und fahre trotzdem jeden Tag damit einkaufen oder was auch immer, verständlicherweise. Aber tatsächlich sind es also in dieser Liste, was man dann alles auch da, es sind auch ganz, ganz viele Erkrankungen stehen damit drin in diesen Anhängen, womit man dann eigentlich nicht mehr unbedingt fahren dürfte und so weiter. Und diese versicherungsrelevanten Werte, die geben, also einerseits, ne, ist schwierig, wurde ja auch erwähnt, bei bestimmten Unfällen ist es hinterher schwierig, dann mit der Person noch irgendwie Konzentrations- und Reaktionstests durchzuführen. Das kann man nicht in der Form immer so machen. Und diese versicherungsrelevanten Werte würden nochmal eine Möglichkeit geben, das Ganze ein bisschen abzustufen, ja, dass man also sagt, so okay, ab dem und dem Wert kann ein Rausch jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden oder wie auch immer. Und dann ab einem bestimmten Punkt muss man dann eben auch schauen, ist die Person jetzt für diesen Unfall mitschuldig, irgendwie ja verantwortlich gewesen an der Stelle. Und also so diese Regulationsmöglichkeit, die man durch solche versicherungsrelevanten Werte gegebenenfalls noch hätte an der Stelle. Und ich glaube, das ist eigentlich auch etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen natürlich nicht, dass Leute, die stark berauscht sind, ich will natürlich auch nicht, dass jemand, der komplett übermüdet ist, irgendwie Auto fährt und so weiter. Aber da haben wir eben diese Regulationsmöglichkeiten nicht unbedingt an der Stelle. Ja, und tatsächlich, also ich will auch nicht, dass die Leute irgendwie sofort den Führerschein verlieren und so weiter, aber wer vorsätzlich berauscht, andere gefährdet, der sollte meiner Meinung nach dann auch entsprechend die Konsequenzen dafür bekommen. Ja, das, jetzt habe ich doch meine Meinung gesagt, Entschuldigung. Ja, also das ist so ein bisschen abzustufen, ne? Weil wir wollen natürlich, definitiv wollen wir nicht, dass andere Menschen gefährdet werden und wir wollen nicht, dass Rauschfahrten irgendwie dadurch jetzt legal werden an der Stelle. Also irgendeine Form von Regulation brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Kann ich noch mal dazu was sagen? Also jetzt mal, Benzos ist ja nur eine Gruppe von Psychopharmaka, die vergeben werden. Und die werden ja noch kontrolliert, weil die gibt es auch auf dem Schwarzmarkt. Die machen süchtig, extrem. Und
die können sowieso schlecht dauerhaft verschrieben werden. Also mir geht es eher um Neuroleptika, gegen Depressionen, Antidepressiva, die meistens Amphetamin, aber die dann eben halt überhaupt nicht in der Nachweisskala mit gemessen werden. Also es gibt keine Messung für Neuroleptika, noch nie gehört. Also das ist Quatsch, dass diese Leute, die an so einer krassen Erkrankung, die das dann wahrscheinlich brauchen, also bin ich auch ein bisschen, aber anderes Thema, genau, also die kriegen das dauerhaft und kriegen niemals den Führerschein entzogen, obwohl das, denke ich, untragbar ist. Ich würde vorschlagen, Maria würde noch einmal, glaube ich, gerne erwidern und anschließend würde ich mich wieder auf die Hauptfrage konzentrieren, weil es gibt hier noch einige Wortmeldungen dazu. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Also tatsächlich, wenn man in Straßenverkehrsverordnung oder FIV reinschaut, da in diesen Anhängen, da gibt es eben auch, also eigentlich durfte auch Menschen mit Epilepsie durften eigentlich gar nicht unbedingt Auto fahren und so weiter und so fort. Und das wird aber eben in der Regel nicht gemeldet. Also in der Praxis wird das nicht so umgesetzt, aber es gibt auch bei verschiedensten Erkrankungen dann entsprechende Vorschriften oder Einschränkungen, die, ja, die gegebenenfalls auch eigentlich, also das ist eben auch diese Unverhältnismäßigkeit an der Stelle und ich kann das nachvollziehen, ne, dass so bei all diesen anderen Substanzen, Medikamenten oder wenn Leute Erkrankungen haben oder was auch immer, wird das gar nicht erst überprüft. Die behalten ihren Führerschein und hier wissen wir, hier wird das konsequent als Ersatzstrafe missbraucht aktuell. Ja, ja, absolut. Es gab noch ein paar Meldungen. Gerne erstmal die und mit der Bitte auch wieder sich kurz zu fassen, weil wir werden so in 5 Minuten bei der nächsten Abstimmung, damit wir dann nochmal über die Endergebnisse sprechen können. Ja, gerne. Ich bin selber ADHS-Patient, dementsprechend habe ich gerade mal mein Medikament aufgerufen, Ritalin. Hier steht zum Beispiel einfach nur ein Satz drin, dass es zu Einschränkungen kommen könnte. Das heißt, selbst in der Packungsbeilage bei dem Medikament wird nicht darauf hingewiesen, dass man es einfach lassen sollte, obwohl man den Führerschein ja entzogen bekommen könnte, wenn man positiv auf Amphetamine getestet wird. Also selbst in der Packungsbeilage interessiert es keinen. Traurig. Moin, Jossi. Eine Frage zu dem Thema bei dem ganzen Führerschein-Ding. Die Polizei ist ja da der größte Mitspieler. So, also ist eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass kontrolliert wird. Ich frage mich immer, wo haben die Kräfte dafür, diese riesigen Kräfte, diese unglaublichen Kontrollen durchzuziehen? Teilweise in Bayern am Wochenende kannst du nicht mehr rumfahren, ohne kontrolliert zu werden. Ja, ich wollte mal fragen, ob wir da auch irgendwie mal schauen können bei der Polizei. Oh, Kräfteumverteilung und vielleicht mal mehr Rechtsextremismus verfolgen, wäre vielleicht eine Idee, ne? Maybe. Ja. Aber ich glaube, das ist auch regional wirklich sehr unterschiedlich und könnte vielleicht manchmal auch ein Hinweis darauf sein, dass sie anscheinend nichts Besseres zu tun haben. Ja, also ich habe gemerkt, im Rahmen von dieser Führerscheinkampagne damals haben wir versucht, mal zu schauen, wie das genau mit der einzelnen Umsetzung ist. Und in jedem Bundesland gibt es, also unterliegt diese Strafverfolgungsgeschichte immer dem Justizminister /Innenminister in manchen Bundesländern. Und da gibt es irgendwie nicht bundeseinheitliche Dienstanweisungen für die Polizeibeamten, wie da zu verfahren ist. Unter anderem auch nicht für die Patienten so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nur das Rezept dabei hat, dann wird es trotzdem angezweifelt und der Führerscheinsteller eine Meldung durchgemacht auf dem kurzen Dienstweg. Was dann bei der Akteneinsicht dann natürlich gesehen habe dann. Und dass sowohl man ja das legal besitzen darf und das quasi in öffentlichem Interesse gegen seine Krankheiten einsetzt. Also seit 2017 ist das ja erlaubt, dass man das verschrieben kriegt. Und wie kann das dann sein, dass da immer noch keine einheitliche Dienstvorschrift gibt? Die Polizisten kriegen immer noch da dieselben Sachen beigebracht wie vor Jahren mit dem Profiling, mit wie da zu verfahren ist halt, dass man der Führerscheinstelle eine Meldung macht, die dann irgendwie daraufhin die Krankheit überprüft, ob man deswegen nicht ungeeignet ist oder wegen anderer willkürlicher Sachen, die dann halt auch sagen, weil die halt davon ausgehen, dass das gefährlich ist, wenn man das denen so beibringt. Es gab aber Untersuchungen, wie in der Maastricht-Studie zum Beispiel, da hat man auch die Fahrtüchtigkeit von den Probanden sich angeschaut und bei vielen kam halt auch raus, dass die gar nicht das Interesse haben, ein Auto zu bewegen, wenn die zu breit sind. Und dass alleine das schon irgendwo Unfälle verhindert tut auch.
Und das weitere Problem ist halt, dass die Führerscheinstellen, die geben ja dann normalerweise so eine Statistik raus, wie viele Führerscheine sie entzogen haben aufgrund von Cannabis und anderer Drogen, weil das wird gar nicht differenziert. Und die Führerscheine der selbst zurückgegebenen, also nicht entzogen, unter Androhung von diesem 270 Euro Strafgeld, sondern die, wo freiwillig zurückgegeben wurden, ohne diese 270 Euro Strafgeld, die tauchen gar nicht in der Statistik auf. Das ist sehr interessant, weil dadurch kann man jetzt abschätzen, wie groß ist eigentlich der Markt für diese Anbieter. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, bevor wir gleich zur nächsten Wortmeldung kommen, den wir mitnehmen können. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, wie wir da hinkommen, dass auch beim Führerschein eine vernünftige Regelung geschaffen wird, dann reden wir natürlich erstmal über Gesetzesgebung, aber im nächsten Schritt muss natürlich auch entsprechend das Personal, was das im Zweifelsfall umsetzt, und das wurde völlig richtig gesagt, das sind die Polizistinnen und Polizisten, müssen entsprechend anders geschult werden, weil sie lernen noch völlig andere Sachen teilweise. Und ich glaube, es ist eine Sache natürlich, eine Gesetzgebung zu schaffen, die absolut eine politische Aufgabe ist. Da muss aber auch dafür gesorgt werden, dass entsprechend das Personal auch geschult ist und erstmal diese Gesetzgebung kennt und dementsprechend auch handelt, weil wir sehen, das klappt ja auch nicht immer überall gut. Das unterscheidet sich ja regional durchaus. Selbst in einem Bundesland wird teilweise sehr unterschiedlich damit umgegangen, je nachdem, welche Polizistin oder welchen Polizisten du vor dir sitzen hast. Also danke für den Hinweis nochmal und dann können wir gerne weitermachen. Ja, nochmal zu den versicherungsrelevanten Werten. Ich weiß nicht, gibt es das in der Pharmazie, bei der pharmazeutischen Erzeugnissen, gibt es das da auch? Gibt es da versicherungsrelevante Werte, die, wenn was passiert, wenn man Medikamente genommen hat, dass da irgendwie man sanktioniert werden kann? Das wäre die eine Sache, weil ich habe allerdings auch mit dem THC-Grenzwert ein großes Problem, genauso wie mit Reaktionstests und so weiter, weil die alle, THC hatten wir ja gesehen mit der Tabelle, wie weit das runtergeht und ob man dann noch wirklich berauscht ist oder nicht, das ist dann auch wieder so eine Sache, und mit den Reaktionstests, die liegen dann im Auge des Ermessers, sei es dem Arzt oder der Polizei. Und wie gesagt, das wäre so die Frage, ob es da in Zukunft eventuell auch noch andere Testmöglichkeiten gibt, und halt die Frage noch zu, wie sieht das denn da bei den pharmazeutischen Medikamenten aus? Gibt es da versicherungsrelevante Werte oder wie auch immer? Dankeschön, kann das hier gerade beantwortet werden? Sonst schreiben wir es auf eine Liste. Also ich kann's versuchen, ja, genau. Es wurde ja vorhin angemerkt, bei Medikamenten, wo so draufsteht, kann zu Einschränkungen führen. Damit ist dann der Patient eigentlich schon darauf hingewiesen, dass er im Zweifel selber schuld ist, wenn irgendwas passiert. Ja, das ist schwierig. Also natürlich hat man, wenn dann auch mit bestimmten Erkrankungen und mit Medikamentengabe ein anderes Risiko an der Stelle. Und das, ja, da gibt es dann auch eine Möglichkeit, sage ich mal, irgendwelche Zusatzversicherungen abzuschließen und solche Dinge. Das lässt sich jetzt nicht so einfach so pauschal beantworten. Ich weiß, dass es bei Medikamenten anders natürlich gehandhabt wird als bei Betäubungsmitteln, selbstverständlich, dass da dann ganz andere juristische Sachen am Ende greifen. Genau, was war jetzt die zweite Frage nochmal? Ach so. Nein, eher versicherungsrelevante Werte einerseits. Ob es in Zukunft andere Testmöglichkeiten gibt, das wäre noch so der Punkt. Also ich weiß nicht, vielleicht so mit so einem Atemtest, so ähnlich wie bei Alkohol auch. Ich weiß nicht, wie weit da die Forschung ist, ob da irgendeiner was gehört hat. Weil mit THC-Werten, also wie gesagt, allein THC-Grenzwerte, da sehe ich schwarz. Ne? Und gleich wie bei Reaktionstest. Ja, genau. Es wurde ja auch schon angesprochen, der THC-COH-Wert, den man damit einbeziehen kann. Ansonsten sind mir da jetzt irgendwelche anderen Testverfahren, um tatsächlich den Rausch, akuten Rausch von Cannabis irgendwie festzustellen, nicht bekannt, außer eben die bereits genannten Konzentrations- und Reaktionstests. Wunderbar. Dann würde ich jetzt wie folgt verfahren, nachdem die Frage auch geklärt ist. Bernd, du wolltest vorhin noch mal deine Meinung sagen und du hattest bisher gar nicht die Möglichkeit. Wenn es kurz? Ja. Also kurz zu diesen Grenzwerten, denke ich, das sollte man unterscheiden zwischen Medizin und Genuss. Also der medizinische Bedarf, den ein Patient hat, den legt in der Regel der Arzt fest. Also ich lege auch bei Benzodiazepinen die Dosis fest und beanspruche eine direkte Aussprache mit meinem Patienten. Also eine vertrauensvolle Führung mit dem verantwortlichen Arzt erlaubt die Dosierung, die nicht von der Polizei
kritisiert werden kann. Das ist einfach eine therapeutische Dosis, die zum Teilnahme am Leben notwendig ist. Das entscheidet der Arzt und der kann auch jederzeit ein Gutachten erstellen, für wen auch immer. Also das, da muss gar nicht die Diagnose drinstehen, muss man sagen, das ist so, es lässt sich nicht machen. Beim Diabetiker muss auch eine gewisse Menge Insulin da sein, also egal, ob das betäubt oder nicht. Das Zweite, was ich sage, ich würde das wirklich raushalten, es gibt offenbar international auch für Versicherungen, ich weiß nicht jetzt von Kanada, mein Bruder ist da in der kanadischen Automobilversicherung drin, die haben auch keine Grenzwerte, können bisher keine Grenzwerte festlegen, was im Verkehr noch tolerabel ist und was nicht. Also die sind auch noch am Straucheln, auch in Uruguay, auch in Portugal, Social Clubs in Spanien. Nirgends gibt es Grenzwerte, die die Polizei zuverlässig verwenden kann. Deswegen denke ich, wir als DHV oder hier vom Cannabis-Konferenz sollten politisch aktiv sagen, wir brauchen einen Grenzwert, unter dem es nicht geht. Das heißt 10 oder, also ich würde gleich sagen 50, warum nicht? Einfach um dann klares Signal zu setzen, es geht hier darum, dass wir nicht verkehrsgefährdend sind und trotzdem rauchen. Vielen lieben Dank. Und zum Abschluss gern ja. Nochmal Bernd. Ich wollte nur noch ganz kurz dazu sagen, also ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass Leute, die Cannabis oder auch irgendwelche anderen psychoaktiv wirksamen Medikamente medizinisch verschrieben bekommen, dass es da natürlich andere Regelungen gelten sollten, so wie es ja im Grunde genommen eigentlich auch schon angelegt ist in dem Cannabis als Medizingesetz, aber eben in der Praxis anscheinend bei weitem nicht immer durchgesetzt wird, sondern dass man tatsächlich, wenn man bescheinigt bekommen hat, man ist auf dieser und jener Dosis eingestellt, dann sollte man da auch ein Fahrzeug führen können und das ist auch unabhängig dann eben von eben diesen Nanogramm-Grenzwerten im Straßenverkehr, aber eben auch den versicherungsrechtlichen, über die wir jetzt ja gleich abstimmen wollten und über die ich jetzt immer noch nicht meine Meinung sage. Okay, dann bleiben wir da erstmal bei und dann machen wir jetzt die Abstimmung. Wir haben verschiedene Aspekte zu den versicherungsrelevanten Fragen gehört und auch verschiedene Meinungen dazu. Deshalb auch hier wieder eine breite Diskussionslage. Danke dafür. Und nochmal zur Erinnerung, die Frage war, braucht es eine Abstufung für versicherungsrelevante Werte? Und darüber werden wir jetzt die Abstimmung laufen lassen. Ach so, Moment, ja. Muss ich doch wieder so. Dann sehen wir das hier. 78% haben gesagt ja. Das ist ja so. Das ist interessant, ne? 78% hatten wir vorhin bei der anderen Frage auch. Ja, spannend. Aber es sind mehr Leute unentschieden. Auf jeden Fall, glaube ich. Okay, dann können wir uns, seht ihr hier, 78% haben ja gesagt, 11% nein, 11% unentschieden. Wir haben jetzt beide Fragen diskutiert und es sind auch schon fast 1,5 Stunden vergangen. Deshalb, um vielleicht nochmal die Ergebnisse zusammenzufassen, können wir auch nochmal kurz das Ergebnis der ersten Abstimmung sehen, um das nochmal in Erinnerung für alle zu rufen. Genau, 78% haben bei der ersten Frage für ja gestimmt, mit nein haben 17% gestimmt und 4% waren hier unentschieden. Und bei der zweiten Frage hatten wir auch 78%, die mit ja gestimmt haben, 11% mit nein und 11% mit unentschieden. Ich glaube, damit haben wir bei beiden Fragen eigentlich recht eindeutige Ergebnisse. Vielen, vielen Dank. Ich nehme das auf jeden Fall mit ins Handverband-Team mit. Und wir werden schauen, dass wir uns dafür auch weiterhin einsetzen. Ja, vielen lieben Dank auch sowieso an dich, dass du das alles hier dokumentiert hast. Ich glaube auch, wir haben ja auch einige Aspekte diskutiert, die nicht direkt was mit den Fragen zu tun hatten. Und auch das wurde jetzt alles mitgenommen. Also großartig, dass der Hammverband hier die Debatten auch nicht einfach in der Mottenkiste verschwinden lässt, sondern auch mitnimmt. So sollte es doch sein. Und da wir jetzt nur noch wenig Zeit haben und ihr, glaube ich, alle auch in eure verdiente Pause gehen wollt, würde ich Bernd jetzt trotzdem noch einmal für ein Schlusswort das Wort geben, wo er auch noch mal gerne seine Meinung sagen kann, weil jetzt kann dir ja niemand mehr was haben, wenn es gleich vorbei ist. Ja, danke. Ich wollte einfach nur noch mal kurz darauf, also jetzt sowohl was eben die akute Berauschung im Straßenverkehr als auch was versicherungsrelevante Werte angeht, finde ich es nach all dem, was wir zum Beispiel eben auch in dieser Grafik vorhin gesehen haben, durchaus sinnvoll, weiterhin Grenzwerte beizubehalten, auch wenn es bei Cannabis schwieriger ist als bei Alkohol oder bei anderen Drogen. Aber so zumindest als so grobe Richtlinie auch
eben, dass man sich zum Beispiel daran orientieren kann als nicht medizinischer Konsument, dass man zum Beispiel ungefähr 8 Stunden abwarten sollte und man dann, zumindest wenn man es jetzt nicht komplett übertrieben hat mit dem Konsum und auch vorher nicht wochenlang Dauer konsumiert hat, dass man dann davon ausgehen kann, dass man eben unter diesem Grenzwert dann zum Beispiel von 3 oder auch 5 Nanogramm, wie es ja vom DHV gefordert wird, liegt, finde ich eine durchaus sinnvolle Sache, um das auch einfach zu vereinfachen, so in etwa. Wenn es dagegen irgendwann Tests geben sollte, die wirklich zuverlässig sind, bin ich auch auf jeden Fall dafür, dass man das entsprechend einführen könnte. Aber es könnte sich tatsächlich dann auch in der Praxis als ein bisschen schwierig erweisen, das dann immer so umsetzen zu können. Vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, dass jemand einen Unfall gebaut hat und ihm dann hinterher, also das ist natürlich dann schwierig, wenn er zum Beispiel auch selber verletzt wurde, dann hinterher nochmal einen Test zu machen, ob er denn eigentlich fahrfähig gewesen ist. Also insofern finde ich das durchaus sinnvoll. Und das andere, was ich nur noch mal ganz kurz ansprechen wollte, ich habe es ja vorhin in meinem Eingangsstatement schon gesagt, also diese Regelung mit der Fahrerlaubnisverordnung, das ist wirklich so dermaßen antiquiert, dass man das einem als regelmäßiger Cannabiskonsument oder auch als jemand, der irgendwann mal irgendeine andere Droge konsumiert hat, per se das Recht abgesprochen wird, den Führerschein zu verlieren. Das ist wirklich so dermaßen überfällig, dass das mal abgeschafft wird. Und da frage ich mich auch, ob man das nicht eben auch vielleicht, wie gesagt, wir haben es ja gestern gehört, es ist schwierig, immer gleichzeitig verschiedene Gesetzgebungsprozesse parallel laufen zu lassen. Aber da das ja wirklich anscheinend, da das ja auch ein ganz anderes Rechtsgut betrifft, finde ich, muss das auch dringend mal angegangen werden, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das kennt man auch in kaum einem unserer Nachbarländer. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Expertise, lieber Bernd, und auch großen Dank an dich, Maria, für die Co-Moderation. Ich möchte mich einmal bedanken an euch für die großartigen Wortbeiträge. Ich habe super viel gelernt hier und kann das auch nochmal mitnehmen, gerade für unsere Arbeit bei den Jusos. An der Stelle hier auch versprechen, dass wir der SPD ordentlich auf die Finger hauen, wenn sie mal wieder irgendwo auf der Bremse steht, und uns weiterhin mit euch und für euch einsetzen, und bedanke mich für die tollen Debattenbeiträge und wünsche euch noch eine ganz tolle Cannabis-Normalkonferenz. Vielen Dank.